zahlbare Reliquie. Konnichiwa Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von God of War. Konzentriere dich jetzt auf den verdammten Auftrag. Das ist eine neue Aufnahmesession, da oben kann man irgendwie jetzt eine Kette runterholen. Und wir hören Magni und der andere Typ, ja, Modi. Genau. Ich freue mich. Denn es sind Götter, die uns suchen. Die wollen uns wehtun. Und sie werden es bestimmt auch schaffen. Vater nicht enttäuschen, ja. Weil die sind auf der Suche nach uns. Ich denke mal, es geht gleich kaputt, oder? Huh, ein kleiner Lag. Danke für den Update von Monster Hunter. Man muss die Scheiße mal kommen, wenn ich aufnehme. Ist wirklich so, die PS4 ist die ganze Zeit an. Beeilung. Wir schnappen uns ein Stück des Meißels, bevor sie etwas bemerken. Ach nö. Oh, der ist aber groß. Oh oh. Der ist aber groß. Junge. Der ist sehr groß. Ergib dich. Der Allvater verlangt es. Nein. Oh mein Gott. Dies ist mein Kampf. Geh. Oh mein Gott. Wo willst du denn hin? Oh nein, Bruder. Der Kleine hier hat einen Bogen. Was tun wir jetzt bloß? Oh Gott. Die zwei sind da. Ich muss gegen zwei Götter kämpfen. Schön. Und die haben Blitz irgendwie. Blitzangriffe anscheinend. Naja, ist kein Wunder. Tor und so. Wartet mal. Oh Gott, ich bin gerade... Ich habe Angst. Habe ich irgendwas, was gegen Blitze hilft? Gegen Frostangriffe? Gegen Brandschaden? Gibt's hier auch was gegen Blitz? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Erhöht Resistenz gegen Gift um 20%. Oh mein Gott. Ja, anscheinend nicht. Scheiße. Das wird übel werden. Fürchte ich. Ach du Kacke. Na gut. Warte, ich hab doch noch gar nicht angefangen. Gegen zwei gleich, ey, das ist so unfair. Nee, lass mal, ich steh nicht drauf. Ich kann mich gar nicht erinnern. Oh mein Gott, der rastet jetzt. Ah! Hey, das ist unfair. Bleib hinter mir, Junge. Das ist unfair. Warum verfolgt ihr uns? Was will Odin? Keine Ahnung. Komm her, Bastard. Papa hält dir jetzt nicht mehr die Hand. Halt die Klappe! Nenn mich nicht so! Unfassbar, dass du so lange überlebt hast. Diese dürren Ärmchen können kaum den Boden machen. Klappe halten! Beruhige dich, Junge. Sie brauchen wohl noch eine Weile. Ich zeige dich. Lass den Kleinen ruhen, verdammte Scheiße. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Dicken hier, ne?
Dankeschön, Kleiner. Du lässt unsere Sorgen in Ruhe, du Bastard. Wende es aus. Konzentrier dich. Das machen sie schon wieder. Hat sie dir das Gesicht entstellt, damit du ihr helfst? Lass meine Mutter da raus! Sprich nicht über meine Mutter. Atreus, lass dich nicht so provozieren, Kleiner. Hör nicht auf ihn, Kleiner. Er will dich nur reizen. Ja, will er auch. Und du lässt es auch noch zu, Kleiner, Mann. Torsöhne. Könnt ihr es gern versuchen. Kopf. Tut mir leid. War das zu viel? Ja, das war ein bisschen zu viel. Reizt sie nicht noch. Amüsiert ihr euch? Nee, nicht wirklich. Was machen die denn jetzt da? Ach du Kacke. Junge, konzentrier dich. Wollt ihr doch mal sehen, wie gut ihr noch mit dem Bogen geht, nachdem ich dir die Finger breche? Die kommen hier nicht weg! Geh weg! Halt die Klappe, du Dreckskerl! Atreus! Warum lässt du dich so provozieren, kleiner Mann? Oh, scheiße. Oh mein Gott. Ernsthaft? Ihr seid doch schon fast tot. Was muss deine Mutter für eine Hure gewesen sein, es mit jemandem wie ihm zu treiben? Ich bring dich um! Atreus, zögere dich! Ja, verdammt, er bringt uns in Schwierigkeiten. Wie hast du... Du weißt ja nicht, was... Du elendes Schwein! Jetzt du! Komm her, du Feigling! Ich reiß dir den Kopf ab! Er spuckt Blut. Die Krankheit. Wieder das Fieber. Scheiße. Alles gut. Junge. Der Husten, das Blut. Der Junge ist krank, er braucht Freya. Nein! Ruhig. Ganz ruhig, Kleiner. Es geht schon. Sehr gut, Kleiner. Mir geht's gut, siehst du? Nein, nicht wirklich. Mir geht's nicht wirklich gut. Wir sollten ihn im Auge behalten. Ja, beunruhigend. Puh, wie krank. Frostflamme haben wir bekommen, sehr schön. Vor allen Dingen muss man gleich gegen zwei von denen kämpfen. Was soll das? Hey, das ist unfair. Ihr Schweine. Alter Falter. Also die war nicht ohne. Mit ihrer Attacke. Und der geht jetzt petzen und wird, es wird furchtbar werden. Weil wir haben den Sohn getötet. Sein Bruder. Also von ihm gerade, von Modi gerade den Bruder und ja. Der Obermackergott hier, seinen Sohn. Der wird uns richtig, der hasst uns sowieso schon. Jetzt wird er uns erst recht hassen und will unseren Tod und natürlich auch unseren Sohn nehmen, würde ich mal denken. Scheiße, ihm geht's echt nicht gut. Was haben wir da eigentlich? Sollte reichen. Damit können wir die Weltrune nach Jötunheim meißeln. Juhu! Und euch an euer Ziel bringen.
Ach stimmt, wir wollten ja den Meißel. All diese magisch versiegelten Türen geöffnet werden, wie die gleich um die Ecke. Ach echt? Ihr könnt durch diese Tür jetzt, da ihr den Meißel habt. Geil, das machen wir natürlich. Darum ist hier sowas. Ich will da durch. Verdammte Axt. Ich hätte lesen sollen, was da steht. Nicht husten, das macht mir ein bisschen Angst. Muss ich gucken, wo jetzt hier eine Stelle ist, die... Finden Sie den Bindepunkt mit L und drücken Sie dann den Bindepunkt. Ah, hier! Jetzt habe ich es verstanden. Tada! Geil, jetzt können wir da rein! Ich weiß nicht, was uns da erwartet, egal. Gucken wir mal. Du hast Magni getötet. Das hat er. Er war ein Gott. Aber du hast ihn getötet. Ein rangniedriger Aase vielleicht, aber ja. Und sein Vater ist Thor. Nicht rangniedrig. Kein bisschen rang. Ja, ist ja gut. Der wird uns... Das wird man in Asgard nicht gut aufnehmen. Ich habe uns verteidigt. Sonst nichts. Ich fürchte kein Urteil. Ein Urteil? Nein. Aber Vergeltung ist eine Möglichkeit. Ja, ich weiß. Seit wann kann man einen Gott töten? ja, weiß ich nicht. Dein Daddy ist einfach stark. Scheiße, er weiß es ja nicht, dass... Ne? Dass sein Vater... Ja, auch göttliche Kräfte besitzt. Das ist ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob er uns das übel nehmen wird. Ich denke mal schon. Ich will da eigentlich noch gar nicht hin. Na, runtergekommen. Ach, dann kann ich das hier kaputt machen. Genau, cool. Dann kriege ich die Kiste auf. Sehr schön. Nice. Oh, der hustet aber ganz schön viel, ne? Das macht mir ein bisschen Sorge. So, und wo bekomme ich jetzt diese anderen Runendinger her? Das ist bestimmt... Ach, ich weiß schon, wie das enden wird. Irgendwo oben ist es und dann müssen wir wieder hier runter. Aber... Hier sind sehr viele Materialien, die ich gebrauchen könnte. Deswegen wäre das vielleicht nicht so schlimm. Mal gucken. Und da oben höre ich irgendwas hämmern. So, das können wir schon mal runter machen. Ach, das ist die Stelle. Okay, alles gut. Bitte behandelt den Bettstein mit der größten Vorsicht, ja. Die ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. So, 2 von 3 Siegeln. Ich weiß aber nicht, wo ich den letzten finden werde. Oh Mann, ey. Er hat auf jeden Fall viele Hustenanfälle. Das gefällt mir nicht. Das ist echt nicht gut. Vor allen Dingen hat er sich so aufgeregt, weil die uns auch mit Absicht beleidigt haben, besonders den Kleinen. Den Jungen! Wo finde ich aber das nächste, das letzte Siegel? Muss ja hier auch irgendwo sein, eigentlich. Bestimmt versteckt, wo man es wieder nicht findet. Oder hier irgendwo. Oder auch nicht. Hm. Ich möchte schon das Siegel gerne finden. Haha. Darum diese Ebene hier. Jetzt verstehe ich. Tada. Eiskatalysator, legendär. Okay, cool. Ich sag ja, ist sehr praktisch. Wenn er jetzt wach wird, dann hasse ich alles. Ah, er sieht tot aus, ne? Vater. Kommen wir da durch? Wodurch? Wir müssen nur wieder hier zurück.
Das geht ja schnell. Einfach ein paar Sprünge machen und dann sind wir wieder da. Ich weiß nicht, wie er das aufnehmen wird, wenn er erfährt, dass Kratos halt auch göttliche Kräfte besitzt. Ich weiß nicht, wie er darauf reagieren wird, weil er ihn halt Moment, die Wahrheit verschwiegen hat. Wir schon mal. Aber wie geht's zurück? Bereit und bereit. Wow. Das haben die echt krass in Szene gesetzt, dass man das mitbekommt, dass er jetzt hier die ganze Zeit hustet. Voll scheiße. Also, dass es ihm nicht gut geht. Herrschen, können wir ja herrschen. Lasse aus. Verbessern. Frostflamme, sehr schön. Juhu, endlich. Jetzt können wir noch mehr. Jetzt haben wir noch mehr Stärke, das ist sehr gut. Ich verbessere einfach mal ein bisschen was. Klauenbogen, kann ich hier was machen? Nein, schade. Da kann ich nichts verbessern. Da fehlen mir sehr viele Materialien. Sutr-Wappen, makelloses Erz der Welt, Asenfluch. Okay. Wenn es einmal ist, das heißt, das ist ziemlich selten denn. Leider. So. Ja, es gibt schon coole Sachen hier. Ressourcen. Frostflamme habe ich leider keine mehr. Auferstehungssteine brauche ich nicht. Okay. Kaufen Sie legendäre Zauber, die einen zufälligen Stab... Mhm. Frostsplitter. Erforderliche Ressourcen. Schwelende Glut. Okay. Eine Chance auf kurze Stärkeschub gewährt. Also es sind auf jeden Fall coole Sachen hier. Hacksilber verzauberter Staub. Oh, wir holen uns jetzt einfach das hier. Ein bisschen möchte ich ja auch schon hier haben. Verlorene Gegenstände. Okay, habe ich mal alles genommen. Ja, lieber Junge. Was darf denn sein? Ich guck noch mal. Wartet mal. Was habe ich denn? Wartet mal. Axtknauf. Kann ich hier was verbessern? Wow, das brennt sogar. Das ist ja geil. Also wenn ich das dann ausrüsten würde. Tödlicher Griff der Vitalität. Gewährt einen Gesundheitsschub. Okay. Und wenn ich es noch verbessern kann, was ich nicht tun kann, weil ich keine Kohle mehr habe, weil ich arm bin, na toll. Dann das nächste Mal. Dann werde ich das nächste Mal mit dem Knauf machen. War ich an der Kiste schon dran? Ja, ne? Alles klar, Kleiner? Nein, ist es nicht. Scheiße. Da ist noch so ein Tor, das können wir jetzt auch... Wir können jetzt diese ganzen Türen da aufmachen, diese versiegelten. Sehr geil. Finde ich echt cool, dass wir das jetzt endlich mal machen dürfen. Ich glaube, dem Jungen geht's nicht so gut. Nein, geht's dir nicht. Kein Grund zur Sorge. Wenn das so ist, halt der Schritt. Ja. Bitte, Kratos, achte besser darauf, weil... Das ist echt nicht gut. Er verreckt sonst, ne? Und dass er Blut spuckt, ist allgemein nicht sehr gesund. Hey, hast du es gemerkt? Magni ist nicht zurückgekommen. Das ist interessant. Ich weiß, dass die Asen allein nach Valhall finden. Kein Valkyriengelei, keine Abfertigung an den Toren Helheims. Das könnte bedeutsam sein. Okay. Bedeutsam für was?
Okay. Oh, das macht mir Sorge, dass er so rumhustet. Verdammt.